11.11. Fasnachteröffnung. Jede Zunft feiert anders. Schon jetzt sind wir bei den Eichelglaubern in Geiling. Und die haben nachher einen Geist, der aus dem Brunnen steigt. Was habt ihr da für eine Geschichte dahinter? Ja, das hat schon eine lange Tradition. Es wurde ja 1975 dieser Narrenbrunnen von den damaligen Zunfträten in Eigenregie gebaut. Okay. Und damals haben sie natürlich den Geist der Geilinger Fasnacht hier auch mit eingebuddelt oder mit verbaut. Und es gibt keine richtige Fasnacht, wenn der richtige Esprit, der richtige Geist nicht überspringt. Und dann wollen wir mal schauen, ob man dieses Jahr auch rauslocken können. Wir haben natürlich Werbung gemacht und hoffen natürlich auf große Unterstützung von der Bevölkerung. Aber es ist eine schöne Idee, den Geist quasi herauszulocken. Was macht euch Eichelglauber so besonders? Wieso soll man bei euch an Fasnacht unbedingt dabei sein? Ja, soll. Ihr dürft bei uns dabei sein und es ehrt uns ja, dass ihr auch heute bei uns zu Gast seid. Ja, wir sind eine junge, aufgestellte und sehr offene Truppe. Wir haben natürlich auch in unserer Satzung die Pflege der Bräuche und die Traditionen der Fasnacht wollen wir pflegen. Und das ist auch unser Ansinnen. Wir gehen jedes Jahr in die Schule und in den Kindergarten, wollen also schon die Kleinen auch wirklich damit konfrontieren, was wir für Ziele pflegen. Und darum können wir uns auch glücklich schätzen. Wir haben eine sehr starke Nachwuchstruppe. Wir haben der Jugend im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne gegeben. An unseren bunten Abenden haben wir tolles jugendliches Team und die haben was zu sagen, die Jugendlichen. Und so lebt die Fasnacht hier bei uns im Dorf. Wir haben unsere Senioren, die auch bei jedem Event mit dabei sind. Wir haben eine starke Maskentruppe. Im Moment ist gerade diese Eichelglaubermaske wieder sehr in. Schön. Unsere Waldfrüchtle sind natürlich eine große Nummer bei uns mit ihren wunderschönen Kostümen. Und ihr habt, glaube ich, eine Garde, gell? Ja, das ist immer auch so ein Zeitgeist. Im Moment wollen alle jungen Kiddies zu der Maske. Okay. Wir freuen uns aber sehr, dass wir dieses Jahr wieder eine verstärkte Gardetruppe auch mit dabei haben. Mit zwei sehr engagierten Gardetrainerinnen. Super. Die nächstes Jahr beim Gelächter wieder einen tollen Tanz aufführen. Ja? Sehr gut. Vielleicht kann da ja der ein oder andere mal vorbeischauen, die Jugend und die Garde unterstützen. Und jetzt gilt es natürlich gemeinsam, den Geist der Fasnacht hier aus dem Narrenbrunnen rauszulocken. Oh, oh, ein gutes Omen! Nimm sie persönlich! Aber du warst schon weniger an der Oberfläche zu erkennen. Ja, das gibt wieder Ärger. Wir wollen jetzt natürlich hören, was uns der Narrengeist zu berichten hat. Er hat das ganze Jahr hier im Brunnen verbracht und hat so einiges aus dem Dorfgeschehen mitbekommen. Damit man es in bester Manier uns anhören können, würden wir jetzt in einem kleinen Umzug hoch an Musikpavillon ziehen. Musikverein, sind wir parat? Ja, also, wir gehen hoch an Pavillon. Thank you.
mal begrüße, Mör Dreibach, richtig kräftiger. Nari! Bravo! Nari! Bravo! Nari! Bravo! Sehr schön, prima. Zur Geilinger Fasnacht gehören vor allem Lieder. Wir sind stolz auf unsere selber komponierten Fasnachtslieder. Und ich weiß, dass ab dem Kindergarten dieses Liedgut auch schon implementiert wird. Wir möchten unsere Eröffnung beginnen mit dem wunderschönen Geilinger Fasnachtslied in Gelasche am Hochi, begleitet durch unseren fulminant aufspielenden Musikverein. Das ganze Jahr tat unser Geist im Narrenbrunnen hocken, bis wir ihn heute Abend taten uselocken. Zum guten Glück konnten wir das gemeinsam gut meistern. Denn im vergangenen Jahr tat ein ganz anderes Gespenst hier umeinander geistern. Ich rede von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Auch wenn ihr sie glaubt, die heißt wirklich so. Ein Aufschrei der Entrüstung ging durchs Land. Und es wurde, wie meistens, total überreagiert. Auf Klassenbildern wurden die Gesichter der Kinder mit schwarzer Farbe überschmiert. Vereinsvorstände warfen ihre Ämter hin. Rafft die DSGVO schlussendlich das Ehrenamt hin? So schlimm wird's schon nicht werden. Aber mit diesen Datenschutzverordnungsbossen ist die EU einmal mehr kilometerweit übers Ziel hinausgeschossen. Denn wie sagt schon damals Nathan der Weise, die Idee war ganz gut, die Durchführung scheiße. Doch wird um die ganze DSGVO gemacht ein viel zu großes Geschiss. Wir Eichenglauber drehen heute Abend ganz einfach um den Spieß. Datenschutz hin, Datenschutz her. Ihr fragtet euch wahrscheinlich immer wieder, wer sich hinter den Masken eigentlich versteckt und euch während der Fasnacht so manches Mal leckt. Heute Abend geben wir unsere Identität gerne preis und lassen unsere Masken im Schrank. Drum ziehen wir Eichenglauber heute Abend quasi blank. Nun ja. Nun ja, ganz ehrlich bin ich wohl nicht gewesen.
Habt ihr schon mal was vom immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört oder gelesen? Seit letztem Jahr gehört die schwäbisch-alemannische Fasnacht und auch dazu. Richtig, wir alle sind Kulturerbe. Der Ottmar, Verena und auch der Foxy Ruh. Jetzt wollen wir natürlich unser Narregeist rufen. Er war vorher mal mit bei unserem Umzug. Jetzt hat er sich wieder irgendwo versteckt. Vielleicht liest er noch irgendwelche Pizzakartons rum, Zahmen, die da rumliegen. Denn er hat mit Sicherheit auch noch einiges zu sagen. Und jetzt brauche ich mal alle Kinder. Wo sind denn unsere Kinder? Komm, wir rufen mal zusammen den Narregeist. Narregeist! Narregeist! Hallo! Also ich weiß, dass ihr das lauter könnt. Ich kenne nämlich eure Eltern, die klagen immer, ihr seid so laut. Also, wo sind die Kinder? Narregeist! Ich komme ja schon, ich habe in der Hauptstraße verfahren. Ich bin ja schon da. Marie! 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 Das war jetzt dritte, gell? Martini 2018. Heute Morgen, 11.11 Uhr. Kanonendonner mich hat geweckt. Gesänge von Jung und Alt mich aus dem Schlafe aufgeschreckt. Sogar mit Musik habt ihr mich aus dem Brunnen gelockt. So viel Sonne, so viel Wärme, ich bin ganz geschockt. Schau ich so runter, ich krieg Hunger und Durst. Euch allen egal, Hauptsache ihr habt die Wurst. Schon mit einem Schnäpschen, ich würde mich begnügen, erzähle euch Wahrheiten und keine Lügen. Ende Januar ein Treffen von 4500 Narren bei bestem Wetter in Geilingen aus Harren. Riesenumzüge, Zelten und Beizen. Als Gastgeber, ihr tatet euch nicht, ihr tatet nicht geizen. Euch Geiligern, dafür möchte ich euch danken. Sicher 10 Jahre habt ihr Zeit, um wieder Kraft zu tanken. Einer unter euch hat nun ewig Zeit, endlich Zeit. Mann, ist der Mann gescheit. Nach 32 Jahren im Bürgermeisteramt, mit 62 Jahren, wählt einen neuen, sagt er galant. Wie einst im Mai sei seine Zeit vorbei. Die Gästeliste für seine Verabschiedung, die ist lang. In die neue Hochrheinhalle ein leichter Gang. Euren Brenni zum Ehrenbürger habt ihr gemacht. Mich dazu einzuladen, daran hat von euch keiner gedacht. Ja. Selbst den Innenminister hat's getroffen. Ich kann nicht klagen. Den ganzen Abend hungrig vorgesteckt, vor Besteck. Ihr musstet darben. Vor Mitternacht dann endlich essen. Mir egal, mich hat er ja vergessen. Später einen BM, ihr durftet wählen. Die Auswahl tat euch nicht sonderlich quälen. Im ersten Wahlgang, ihr wähltet einen Dr. Auer mit so vielen Prozenten. Gar viele waren wahrscheinlich nicht sauer. Vom Finanzamt, Geilinger, Auer sein Namen. Schrieb Brennestuhl, kriegt Finger ganz lahm. Die Werkrealschule wird aufgelöst. Im Südkurier steht's geschrieben. Wo sind die Schüler? Wo sind sie geblieben?
Die Grundschule, die bleibt uns erhalten. Dort bleibt alles beim Alten. Der Kindergarten, der ist zu klein. Mehr Plätze nach Gesetz, die müssen sein. In Friedrichshain eine Außenstelle für die Kleinen. Im zweiten Stock für 2 Jahre. Jetzt soll es auch noch reimen. Den Gemeinderat im nächsten Jahr. Ihr müsst wählen. Euch mit ellenlangen Listen quälen. Ihr Bürger, ihr entscheidet. Welche Fraktion ist Sieger? Welche leidet? Wechsel vom Bucheli zu Auer, von Auer zu Schmidt. Mensch, freie Wähler, bei euch, da komme ich nur mit. Laut Mobilitätskonzept die Hauptstraße umgestalten, mit oder ohne Parken. Der Verkehr, der bleibt erhalten. Doch ich habe einen Geistesblitz. Allen Ernstes, das ist kein Witz. Fahret E-Auto vom Parkdeck mit Anmeldung so kompliziert. Das ist als Standauto konzipiert. Der Sommer heiß und trocken. Mich ließet ihr wieder mal im Loch drunter hocken. Aber wenn ich von den Reben so runterschau an den Rhein, im Sommer, da möchte ich kein Geilinger sein. Das Rheinufer, euer schönes Fleckchen Erde, überfallen von Fremden, eine ganze Herde. Leiber an Leiber, ganze Massen. Hochlaufen geht nur in ganz engen Gassen. Einen Geilinger kriegt man nur noch selten zu Gesicht. Denn dieses Gedränge, das mag er nicht. Der Parkplatz wie immer viel zu klein. Jeder will noch schnell runter zum Rhein. Auch Radfahrer, jede Menge, Fußgänger, Motorräder, welch eine Enge. Parkplatz belegt, die Anlage voll, rote Köpfe, na toll. Mit Abschleppen wurde endlich was Neues geboten. Überall Karre abstellen, blieb halt verboten. Der Abschlepper mit Beifall bedacht. Ein mancher hat halt nur gelacht. Euch sah ich abends um 8 noch in der Schlange stehen. Gott und die Welt will unseren Sonnenuntergang sehen. Jetzt wäre es ruhig dort unten, aber der Kiosk ist leider leer getrunken. Nari! 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 Ja, lieber Geist, ja, Moment, also ich finde es ganz herzig, wie viele Jahre machst du schon, gefühlte 300, aber wenn ihr mal genau hinguckt, unser Geist hat eine Bewerbungswappe dabei. Wollen wir reinlassen? Ja! Einmal mehr ein herzliches Dankeschön unserem närrischen Narrengeist, der sieht unter dem Jahr außer aus, aber zum Glück sehen wir heute, hockt er nicht mit dem Narrenloch runter. So. Weiter geht's! Moment, sei mal da. Moment. Die anderen ziehen bis um 11:30, oder? Ja, ist gut. Nein. Begrüßung haben wir schon. Ordensverleihung! Ordensverleihung! Ein für uns immer wieder schöner Punkt, den wir dürfen hier bediente Närrinnen und Narren auszeichnen. Wir Geilinger sind von Natur aus giezig und darum haben wir schon sehr viel leisten, dass man bei uns in der Narrenzunft eine Menge Orden kriegt. Wir sind aber daher sehr stolz, dass wir jedes Jahr am 11.11. unsere bronzene und silberne Orden vergeben dürfen. Jetzt haben wir wieder ein Problem mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich lese euch mal vor, wie eine solche Ordensverleihung
datenschutzgrundverordnungskonform ablaufen würde. Für Piep-Jahre in der Narration des Eichelglauber verleihen wir Piep-Piep aus Piep, geboren am Piep-Piep-Piep-Piep-Piep, den silbernen Orden der Narration des Eichelglauber. Bitte vortreten! Es ist ja ein Kabis. Wir kennen uns eh alle, mehr oder weniger gut. Weiter geht's jetzt mit dem nächsten Highlight. Leckt bei uns Gott zu Schlag auf Schlag. Und das war Stichwort. Der Fossi, der ist schon ganz himmelig. Denn hier steht sie, die zu sprengende Kiste, in denen die Zepter der Zugfräte schlummern, quasi der Symbol der Machtübernahme. Und jetzt räumen wir hier mal großzügig das Feld. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 0. Also die Sprengkraft, die der Fossi hier angebracht hat, verheißt eine gute Fahrsacht. Es ist wie das fette Murmeltier in Amerika, was Wetter voraussagt. Bei uns ist die Sprengung der Kiste ein Indikator für die kommende Fahrsacht. Einmal ist die Kiste nicht detoniert, dann ist Fahrsacht abgesagt worden, und zwar deutschlandweit. Uns freut es natürlich, dass es heute Abend funktioniert hat. Und wir möchten uns schon mal einstimmen auf die Fahrsacht 2019. Ja. Könnt ihr, ich weiß, dass ihr da Nummer liegt, da unten rumstammt. Und zwar mit drei kräftigen Nalli! 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 Ja, nächstes Jahr ist die Fasnacht sehr spät. Wir müssen fast warten bis im März. Am 28. Februar ist schmutziger Lundstieg. Es dauert noch 108 Tage und dazu haben wir noch ein kleines Liedchen für euch. Wir kommen wieder mit der bunten Fahne. Tage müsst ihr noch vor euch hindarben, dann ist es soweit. Aber ich bin sicher, es wird keine Langeweile aufkommen, denn wir haben eine nächste große Herausforderung. Denn seit vielen, vielen Jahren, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, also aus Erzählungen, aus mündlichen Überlieferungen weiß ich, dass wir mal eine Hallenfasnacht gefeiert haben. Und das dürfen wir nächstes Jahr wieder tun. Ich weiß, euch hat es im Zelt saumäßig gefallen, mir auch. Aber ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam auch wieder eine wunderschöne Hallenfasnacht in unserer neu sanierten und frisch gestellten Halle gemeinsam feiern dürfen. Wir werden ein neues Konzept erarbeiten. Wir möchten die Fasnacht etwas komprimieren, so wie die Zeltfasnacht auch war. Wir werden zwei Eichelglauber-Gelächter aufführen. Am Freitag werden wir etwas früher beginnen, also am Freitag nach dem schmutzigen Lundstieg. Hier möchten wir vor allem die Familien mit Kindern ansprechen und die etwas älteren Kinder, sprich unsere Seniorinnen und Senioren. Im Anschluss an dieses Gelächter wird es eine bunte Unterhaltung geben. Und am Samstagabend werden wir das Gelächter mit anschließender Fastnachtsparty unterstützt durch die Dschungelklöpfe und unseren DJ Uwe feiern. Wir hoffen, dass wir hier natürlich auch euch
ins Dorf und natürlich in die Halle locken könnt. Und ich freue mich jetzt schon auf eine wunderschöne Fasnacht 2019 mit euch. Ich möchte mich jetzt, bevor wir diesen heutigen Abend den offiziellen Teil beschließen, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Einmal bei euch, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Ihr müsst auch noch nicht heim. Der Gebhard Brutsch hat vorher bei der Feuerwehr gesagt, ihr seid nur 2 Stunden versichert, also rennt noch nicht heim. Ich möchte mich bedanken bei dem Musikverein Geilingen, die uns hier nicht nur am 11.11., sondern während der ganzen Fasnacht immer sehr tatkräftig unterstützen. Und ich möchte mich bedanken bei meiner Zunft, die hier heute Abend ein wunderschönes Bild abgibt. Es ist schade, dass ich sie ziehe, aber erlaube, dass ich mich mal schnell umdrehe. Dankeschön! Okay. Und ich möchte natürlich bedanken bei meinen 2 Geistern, einmal beim Didi, dem Taucher, und beim Meinrad, dem Laudator. So, die Worte sind genug getan. Das Volk, es möchte jetzt noch die Hymne an Gelasche singen. Musikverein, sind ihr parat? Hut, Haarteile und Perücken ab zur Hymne an Gelasche.